Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu meinem Let's Play Europa Universalis. Und ich habe mir den Friedensschluss jetzt nochmal angeschaut und bin drauf gekommen, dass wenn ich noch Friaul verlange, erstens ist ein Ungarn grantig. Zweitens, seht ihr, haben wir hier plus 65, plus 56, 65, je nachdem, Aggressive Expansion bei fast all diesen Ländern. Wenn ich das aber weggebe, ist erstens Ungarn nicht unzufrieden und die Aggressive Expansion geht nur zu Kosten Venedigs, dass man wurscht ist. Venedig kann alleine ja keine Koalition bilden, deswegen haben wir das gelassen. Ich nehme noch mal alles Geld. Leider kann ich nicht die Trading Transfer von ihm verlangen, was noch mehr Geld brächte, aber ich werde mir für Prestige werde ich von ihm verlangen, dass er die Kurs auf diese Länder aufgibt. Das erhöht meine Aggressive Expansion nicht, das erhöht auch nicht meine Ausgaben für Diplomatiepunkte, die ich jetzt übrigens nicht habe. Allerdings bekomme ich auch nicht so viel Power Projection. Ein Humiliate ist sich leider auch nicht ausgegangen. Da hätte ich dann auf sehr viel verzichten müssen. Zum Beispiel auf Treviso. Aber ich möchte Treviso nicht noch einmal belagern müssen. Machen wir das so. Als nächstes gleich den Krieg gegen Rom starten. Wenn sich das in irgendeiner Form ausgeht. So. Das, wenn wir denen den Krieg erklären, würde Ferrara auf ihrer Seite mitmachen. Das heißt, wir müssten gegen Ferrara auch kämpfen und gegen Savoyen und gegen Siena. Und Ungarn würde wieder für etwas Land mitmachen. Was wollen die für Land haben? Schwer zum Sagen. So, Geld haben wir jetzt genug. Das heißt, wir müssten da gegen Ferrara auch Krieg führen. Ferrara sollte ja wohl nicht das Problem sein. Gegen wen müsste man noch Krieg führen? Ferrara, Savoyen und Siena. Ja, das sind jetzt nicht die ganz großen Riesen. Vor allem mit etwas Glück sollten wir Ferrara recht schnell ausnocken. Wie viele Truppen haben diese Länder denn? Also wir haben 24.000 Mann derzeit. Ist das mit Ferrara? Na, die haben 7.000, die sehen wir ja. Das ist uns also wurscht. Savoyen, Siena und die Papal States. Papal States.
sind hier nicht als wahrscheinlich der Papal States. Okay, Savoyen hat 7000 Mann, das wird jetzt auch nicht das Kraut fett machen, und 8000 Leute aus Siena, und der Papal States haben nochmal 11000. Das heißt, wir werden unsere Truppen ein wenig noch aufmotzen. Wir sollten versuchen, Savoyen vielleicht als erstes auszunocken, indem wir zu ihrer Hauptstadt vordringen. Was ist denn die Hauptstadt? Ist das die Hauptstadt von Savoyen? Ja, an Level 1 vor. Wir kommen dort am blödesten hin. Da gibt es keine Forts. Ist da ein Fort? Nein. Da ist ein Fort. Das heißt, wir könnten das vor eigentlich. So, vorhin haben wir gesagt, es ist nicht so stark, oder? Mann. Also wenn, dann sollten wir so vorhin als erstes raushauen aus dem Krieg. Ja, 2000 Mann dazu, wir haben es ja. So, dann hier machen wir Folgendes. Wir machen Protectorate in Ragusa erneut. Genau, und bevor wir da jetzt den Krieg anfangen, machen wir hier noch. Achso, nein, das können wir jetzt nicht. Wir machen noch mit Brandenburg Improve Relations. So. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. Finde ich auch gut. Doof. Ich bin halt einfach nur dumm. Ich muss einfach da stehen. Mit dem Papst angreifen ist sowieso nicht besonders klug. An und für sich. Zu führen, dass viele, viele Länder ganz, ganz grantig auf uns werden. Könnten wir mal bitte einen Kardinal kriegen? Dann gehen wir mal weg.
Dürfen wir eigentlich durch die Schweiz durch, Kathi, zum Heiligen Römischen Reich dazu oder nicht? Ah, sie haben Venedig erobert, finde ich gut. Geschafft. Die haben sie mehr oder weniger in Stellung. Mal schauen, gehört das zum Heiligen? Ja. Ich weiß nämlich, durchs Heilige Römische Reich darf ich einfach durchlatschen. Sagen würde, du geh daher, dann geht das nicht, gell? Okay. Oh, will ich zuerst den Krieg erklären. Nein, das war ein Fehler, ach Mist. Ich hätte noch zum 1. August warten sollen. Jetzt mal Ungarn mitmachen lassen. Romagna oder Ancona? Lieber hätte ich Ancona dann im Endeffekt, aber Romagna kann man schneller und einfacher erobern wahrscheinlich. Ja, genau. Geht's bitte weg. Das habe ich schon wieder vergessen, euch in die Dings zu schicken. Sehr ärgerlich. Okay, nein, 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 du bleibst da. Zuerst noppen wir mal Ferrara raus aus dem Ding. Sundgau finde ich auch okay. Sollen die machen? Ist mir eigentlich egal. Ist das ein 1er vor? Bitte macht das ein 1er vor. Es ist ein 1er vor. Gut. Nach Sundgau auf. Also am einfachsten zum Erobern.
selbst mit deinen Truppen. Schiffe haben sie mehr als ich. Da kann man jetzt nicht recht viel machen dagegen. 1. November, 5. November. Oh, könnte nicht nur knapp werden, das könnte sich auch nicht ausgehen. Wahrscheinlich. Ah. Sehr gut. Wir haben ihn verscheucht. Vogelscheuche haben wir verscheucht. So, wo rennen die hin? Die rennen auf Wien zu, gell? Mist. Das wird ein bisschen länger dauern, bis sie das erobern. Auf jeden Fall wird länger, sollte es länger dauern, als wir mit ihrem vorbrauchen. Hat sich da schon irgendwas getan in dieser Belagerung aus der Nix? Wie lange dauert das? 33 Tage. Okay, she's losing power. Ist okay. Können wir damit leben, oder? Wenn da nur einzelne Typen durchkommen. Wow. 18.000 Mann, na, das ist schon unangenehm. Das ist schon recht unangenehm. Wenn die alle zu mir wollen. Stehen schon dort. Na gut, so sein. Was machen diese Typen da? Wo rennen die hin? Truppen her plötzlich. Vorhin hatten wir noch nicht so viele Truppen. Ich hoffe, wir kommen nicht auf die wahnwitzige Idee, alles auf einmal anzugreifen. Naja, das machen sie sicher. Okay, passt. Wir gehen irgendwo hin. Gut abgesprochen dürften sie sich nicht haben. Ah, und Milan hat Brescia erobert. Finde ich auch gut. Was machen diese Truppen da? Wieso habe ich dort einen Disease Outbreak? Kann ich das nicht einfach erobern? Rennen die hin? Die rennen wahrscheinlich alle nach Wien. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar.
Warte mal, ich habe mich als Rival announced. Wie können sie sich das überhaupt leisten? Diese Wahnsinnigen. Jetzt gerade zwei Kriege hintereinander verloren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Weg sind's. Ne, rennen alle Richtung Wien, diese Gefraster. Ist mir aber wurscht. Sollte ich tatsächlich die Hauptstädte von denen einnehmen, bevor sie in Wien einnehmen? Was ich hoffe, zumindest was Savoyen betrifft. Savoyen mal Frieden schließen. Da sind die mal weg dort. Was machen die? Wo rennen die rum? Verdammt nochmal. Ausgezeichnet. Freunde, ausgezeichnet. Wir werden nicht nervös werden. Ja, okay. Sollen die Kärnten klingen. Ganz schön viele Leute dort schon. Rund um Wien. Schauen, vielleicht können wir sie ja zurücklocken wieder. Okay, brauchen wir sie mir dort nicht alle? Ah, schauen, schon kommen sie zurück wieder. Zumindest. Kann ich Papal Influence kriegen, obwohl ich mit dem Papst Krieg führe? Finde ich gut. Plus 5, Papal Influence ist nicht schlecht. Finde ich gut, das sind auf minus 7 und das sind auf minus 21. Okay. Ah. Könnten wir bitte etwas schneller diese Okkupationen machen? Ah, 14% und 14% finde ich gut. Was machst du? Komm schon. Langsam diese Gebiete einnehmen würden.
uns auf euren Ferrarer fallt, bitte, möglichst schnell. Wenn ich eure Hauptstadt habe, solltet ihr eigentlich Frieden schließen für ein wenig Geld. Ausgezeichnet, so wollen. So, schauen wir mal. Ja, so viel Geld gibst du mir nicht, aber ein wenig Geld könntest du mir schon geben. Echt jetzt? 18 Geld gibst du mir. Andererseits, das ist die Main Troop, die hier ist. Das sind die Haupttruppen, die da rumrennen. Wenn ich die mal los bin. So, wenn wir mal Richtung Bären sind. So kann man nicht mehr da in Richtung gehen. Können wir. Passt. So, da ist das mit dieser Belagerung ist bald zu Ende. So, diese 16.000 werden jetzt mal nach Wien marschieren. Ah, Ferrara. Ausgezeichnet. Dann holen wir uns das da auch noch. So. Ferrara darf uns mehr Geld zahlen. Definitiv. Den Friedensschluss mit Ferrara und dann machen wir Schluss für heute. Okay. Ist das sicher der schnellste Weg da drüber? Ich weiß nicht, irgendwie kann ich das nicht glauben. Vielleicht könnte man was Ferrara zum Vasallen machen. Das wäre natürlich cool. Nö, 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 nö. Vergiss das Ferrara. Wir machen das zu unseren Bedingungen. Den Frieden. So. 10.000 Mann. Na komm schon. Belagerung. Ausgezeichnet. So, Ferrara. Du wolltest einen Frieden. Was hältst du von folgendem Frieden? Du wirst mein Vasall. Du hättest nichts von diesem Frieden? Wieso nicht? Wieso bist du noch dagegen?
current piece of Nymph of War. Ah, du hast noch eine militärische Stärke. Wenn ich die minus 16 von deiner Military Strength wegkriege, dann hatten wir 144. Verdammt, das geht sich genau nicht aus. Obwohl, deine War Exhaustion sollte jetzt stark steigen, nachdem wir deine Hauptstadt erobert haben. Oh, du bist noch auf Medium Enthusiasm. Schau das an. Sollen wir das riskieren und weitermachen mit dem Krieg oder sollen wir für Geld auf loswerden? Brauchen wir die als Vasallen eigentlich nicht? Oder? Haben wir da irgendwelche Claims? Florenz und auf Mantua. Brauchen wir diese Gebiete eigentlich nicht? Die sind bereits im Heiligen Römischen Reich. Okay, du darfst frei kommen, ohne dass du mir zu viel zahlst. Dann halt nicht. Aber dann Trade Power will ich auf jeden Fall und ich will dein ganzes Geld. Und deine Allianz mit Burgund hörst du mir bitte auch auf. Oh, wir könnten Modena kreieren. Das ist ja cool. Das wert. Nö, das kostet 36 Diplomatiepunkte. So, was bringt uns das? Wir kriegen 65 Goldstücke und 4 Prestige. Und es kostet uns nichts. Ja, wieso nicht? So, das schaut gleich viel besser aus. Feiglinge. Achso, das ist Savoyen. Das sind gar keine Feiglinge. Was ist das? Mondverrat. Ich glaube, das ist ein Vasall von den. Von Savoyen. Der zieht sich auch zurück. So, diese 16.000 Mann werden, nachdem sie Linz nicht erobern müssen, nach Siena weitergehen. Da gibt es nämlich auch noch Geld zu holen. Linz wird eh von dem Fort erobert. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer